Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Menschen aktivieren und zum Mitmachen bewegen. Für viele soziale Organisationen ein wichtiges Ziel. Das zu erreichen jedoch oft gar nicht so einfach. Die Engagementplattform Helpteers gibt darauf eine klare Antwort. Mit Crowdmoving. Was das genau ist und wie es funktioniert, darüber sprechen wir mit Georg Stäbner, dem Gründer von Helpteers. Hi Georg, schön, dass es heute klappt mit uns, mit dem Gespräch. Wir würden einfach ganz gern dich bitten, vielleicht dich erstmal vorzustellen. Wer bist du und was machst du? Ja, also ich bin Georg Stäbner und ich bin der Gründer von Helpteers, aber bevor ich da jetzt erzähle, was das ist, ich komme wo ganz woanders her. Also was ich früher gemacht habe, mehr als 10 Jahre, war Chip-Entwickler. Also und deswegen, darüber werden wir jetzt, denke ich, hier nicht sprechen, weil das sehr technisch ist, sehr in die Tiefe geht. Ich habe Chips für Handys und für Netzwerkinfrastruktur entwickelt, aber fragte mich dann irgendwann so, also wenn ich jetzt 65 bin und dann habe ich den Chip gemacht und den Chip und den Chip, ist das mein Leben? Und die Antwort darauf war immer wieder so, nee, das ist irgendwie nicht mein Leben. Mhm. Und dadurch bin ich halt ins Grübeln gekommen und habe überlegt, welche Möglichkeiten ich, was ich denn ändern könnte. Und dann habe ich die unheimliche Glück gehabt, dass ich etwas ändern konnte. Wir sind mit der Familie, also ich habe noch 2 Kinder und eine Frau. Und wir sind mit der Familie umgezogen, wieder näher zur Familie. Und dabei haben wir uns gedacht, wir brauchen mehr Zeit für unsere Kinder. Und eigentlich war es klassisch so gedacht, dass meine Frau, dann halt in Teilzeit geht und ich Vollzeit arbeite. Aber sie hat dann so ein tolles Angebot bekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, dann geh du doch arbeiten. Also sie ist auch Chip-Entwicklerin. So als, okay. So, das heißt also, und dann haben wir halt überlegt, okay, dann geh du doch arbeiten. Und dann bin ich erstmal zu Hause und dann starte ich nochmal etwas Neues nebenbei. Und ja, so ist es dann zu Helpteers gekommen nach einiger Zeit. Ja, und was das ist, ich denke, da gehen wir jetzt gleich auch nochmal ein. Genau, das wäre jetzt eigentlich die nächste Frage gewesen. Bevor wir da aber näher drauf eingehen, was Helpteers genau ist und was du damit erreichen möchtest, haben wir nochmal eine grundsätzliche Frage, die wir auch eigentlich immer allen unseren Gästen stellen, und zwar, warum findest du Engagement wichtig? Mit diesem Gedanken. Also ich wollte mich auch während der Zeit, als ich Chip-Entwickler war, schon immer wieder engagieren, weil ich einfach das Gefühl habe, irgendwie muss ich etwas in dieser Gesellschaft beitragen. Ich muss doch irgendwie in dieser Gesellschaft etwas bewegen. Das war auch der Grund, warum ich eigentlich Chip-Entwickler geworden bin, weil ich gesagt habe, wie kann ich mit Technologie etwas bewegen? Und da wollte ich halt bei der Wurzel anfangen, nämlich da, wo die ganze Technologie anfängt, bei den Chips, bei den kleinen Dingern. In meiner Freizeit dachte ich, okay, wie kann ich mich dort engagieren? Und ich habe mich wirklich wenig engagiert. Ich habe mich engagiert im Kindergarten, wenn ich gefragt wurde oder so. Wenn irgendetwas war und ich wurde angesprochen, war ich immer sofort dabei. Ich habe aber nichts mehr in dem Sinn an sozialen Engagement gesucht und mir fehlte da aber irgendetwas. Ich hatte das Gefühl, meine Rolle in der Gesellschaft ist nicht so, wie ich sie haben möchte. Und das ist vielleicht eben, um auf deine Frage direkt zu antworten, also weil ich wichtig sehe, dass in dieser Gesellschaft etwas beizutragen, was mehr als nur mein Eigenwohl ist, sondern was diese Gesellschaft auch voranbringt. Mhm. Könntest du, bevor du näher darauf eingehst, dein Projekt Helpteers in 3 kurzen Worten beschreiben? Also in 3 Adjektiven zum Beispiel. Also 3 Worte würde ich jetzt sagen: Digitalisierung, Engagement und dann ein Kunstwort, was wir verwenden, Crowdmoving. Mhm, wunderbar.
Ja, dann erzähl doch direkt mal, was ist denn dieses Crowdmoving eigentlich? Crowdmoving ist eigentlich etwas, was sowieso schon immer so geschieht. Wir holen das nur ins Digitale und machen es dadurch skalierbar. Was meine ich damit? Crowdmoving beschreibt eigentlich, dass man, wenn man wenn man etwas umsetzen möchte, wenn man gemeinsam etwas bewegen möchte, dann hat man irgendwo ein Vorhaben. Und dieses Vorhaben, das kann man irgendwie beschreiben. Und diese Beschreibung ist Teil dieses Vorhabens und das andere eben dort etwas machen, dass die teilnehmen an diesem Vorhaben. Und wir sehen eben, dass wir das in den Mittelpunkt rücken wollen. Und das haben wir eben dann gemacht, indem wir eine Plattform aufgebaut haben, auf der man Projekte einstellen kann, also ein Vorhaben einstellen kann. Und da beschreibe ich das Vorhaben und dann sind einzelne Aufgaben gelistet. Und mit einem Klick kann ich eine dieser Aufgaben übernehmen. Und was ich damit mache, ist halt ganz einfach, und da kommt vielleicht auch der Begriff so ein bisschen her, so ähnlich wie beim Crowdfunding, Teil eines Vorhabens, also ein Vorhaben unterstützen, in dem Fall nicht durch Geld, sondern indem ich aktiv Teil dieses Vorhabens werde. Kannst du mal ein Beispiel nennen für so ein Vorhaben, was auf Helptiers zum Beispiel gelistet ist und was man dann da machen könnte? Ja, kann ich gerne. Kann auch was dann damit passiert ist, im Endeffekt sagen. Also es gab zum Beispiel den Krass e.V. Hier in Düsseldorf, das ist ein Verein, der bringt Kinder die Kunst näher, aber auch Kinder eben aus sozial schwächeren Bereichen. Und da gab es eine Dame, die ja, oder erstmal anders, also dieser Krass e.V. hat eben gesagt, okay, wir haben eine Fünfjahresfeier und wir brauchen dafür Unterstützung, weil wir da wirklich groß etwas machen wollen und dann auch mit den Kindern malen. Und dann gab es halt eben diesen Aufruf zu dieser Fünfjahresfeier, dort zu helfen. Und da gab es sowas wie am Infostand, fotografieren oder eben auch die Kinder dort unterstützen. Das sind auch professionelle Personen, die also Künstler auch, aber eben auch so Kleinigkeiten wie die Bilder aufhängen oder so etwas. So, das war alles dort aufgelistet und eine Dame, die schon diesem Verein sehr lange gefolgt hat auf Facebook, die hat sich nie getraut zu fragen, so, hallo, wie kann ich helfen? Weil sie die Angst hatte, dass das, was als Antwort zurückkommt, etwas ist, was sie nicht kann oder was sie nicht machen will. Und durch dieses Projekt hat sie dann gesehen, ah, da gibt es eine Aufgabe, Infostand. Und an diesem Infostand steht jemand, den kenne ich virtuell. Also bis jetzt nur über Facebook. Also ich gesagt, dann stelle ich mich doch da mit in der anderen Person dahin und dann können wir reden und dann, auch das kriege ich dann schon hin. Ja, und dann hat sie diese Aufgabe übernommen und dann sieht man, also ist so ein kleiner Schritt im Endeffekt nur. Die Dame ist mittlerweile diejenige, die alle Ehrenamtliche in diesem Verein koordiniert. und das ist halt, vielleicht diese Geschichte zeigt so ein bisschen, was wir damit machen möchten. Wir wollen mit Crowdmoving die Schwelle zum Aktivwerden unheimlich senken, sodass, wenn man dann aber dorthin kommt, dass dann dieses von, ah, das ist dieser Verein, den ich von außen sehe, toll, dass das sich ändert zu dem, oh, ich bin Teil dieses Ganzen. Und wenn das passiert, diese Außenansicht zu einer Innenansicht wird, dann sind ganz viele Sachen möglich, die vorher nicht möglich sind, weil dann auch die eigene Wahrnehmung sich ändert. Das bedeutet, diese Frau, die sich dann bei Krass e.V. engagieren wollte, die ist aufmerksam geworden über die Facebook-Gruppe Ja. oder und dann hat auch da der Kontakt stattgefunden oder ging dann, also an welcher Stelle kam eure Software dann zum Einsatz? Ja. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ah, okay, ja. Das ist immer so ein, wenn man so tief drin ist, dann vergisst man oft einfache Schritte. Das ist ähnlich dann wieder wie beim Crowdfunding.
Also diese Projektseite, die lässt sich halt sehr einfach teilen über soziale Medien. Und wenn ich jetzt diesen Link dort einbaue oder diesen Teilen-Knopf drücke, dann ist das in Twitter oder auf Facebook direkt ein schönes Bild, was ich in diesem Projekt auch habe. Also ich habe ein Titelbild bei dem Projekt, ich habe einen Titel, ich habe eine Zusammenfassung und alles das, was ich dort in diesem Projekt reingeschrieben habe, das landet dann eben schon direkt auch in Facebook als schönes Bild. Ich kenne das vielleicht auch von Meetups oder ähnlichem, dass man dann eben da alles schon sieht oder bei einem Blogpost ist das ja auch so. Und genauso landet das dort auch schon. Und jeder, der dann auf dieses Bild klickt, kommt halt dann zu dieser Projektseite und sieht eben auch dadurch den aktuellen Status. Er sieht, welche Aufgaben schon vergeben sind und welche Aufgaben noch frei sind. Cool. Was für Projekte sind denn so bei Helptiers angemeldet oder was für Vereine? Hat das im Moment einen Schwerpunkt auf NRW oder könnte ich quasi auch, wenn ich jetzt hier in Tübingen sitze und Hilfe brauche bei meinem Vorhaben, das einstellen und dann einfach durch das Teilen in den sozialen Medien quasi Mitstreiter finden, ohne dass die vielleicht vorher schon Helptiers kannten und bei euch angemeldet sind? Das Letzte, was du da ansprichst, ist dieses hängende Ei-Problem, was man eben meist hat. Kennt jemand überhaupt die Plattform und findet das? Genau das umgehen wir halt eigentlich damit, dass wir sagen, das lässt sich eben über die sozialen Medien teilen. Also du hast dort eine Community, teile das mit deiner Community. Eigentlich sind wir ein Werkzeug einfach. Du könntest das ja auch nur mit Facebook machen. Nur in der Flüchtlingssituation vor ja, 2015, 2016 hat man das gemerkt, dass manchmal dann so viele Kommentare und so viel Kommunikation darum geschieht, dass dann niemand hinterher weiß, so, okay, und wer übernimmt jetzt die Aufgabe? Wir haben jetzt viel geredet, wo ist denn jetzt, wer macht denn was jetzt? Ne? Und wir machen das halt eben, dass das durch diesen Link im Endeffekt soziale Medien genutzt wird, aber das Projekt eben so ein Landing ist. Aber genau genommen, du hattest auch gefragt, was so an Projekten dort sind. Helptiers gibt es als Plattform. Sie ist kostenlos für jeden nutzbar. Das heißt, jeder kann dort ein Projekt einstellen, und jeder kann das für seine Sache nutzen. Damit ist es auch eben deutschlandweit. Momentan haben wir es nur in Deutsch, also wir adressieren damit auch nur den deutschen Raum. Aber eigentlich geht es uns nicht nur einfach um die Plattform. Es gibt viele Engagementsplattformen. Okay, wir machen es ein bisschen anders als viele andere, aber trotzdem gibt es viele Engagementsplattformen. Und unser Gedanke ist eigentlich, wir möchten Engagement möglich machen, auch für andere Communities. Und wir möchten nicht einfach nur eine weitere Plattform sein. Und was das bedeutet, kann ich vielleicht auch an einem Beispiel zeigen. Es gibt dem Verein Nestwärme. Und der hat eine Seite, die heißt meine-nestwärme.de. Und das ist eine weitere Instanz sozusagen von Helptiers. Das heißt, was dahinter steckt, ist die Technologie von Helptiers. Wir stellen das als Service zur Verfügung. Was dieser Verein macht, ist, das hat er auch vorher schon gemacht, ohne das Internet, der verbindet Eltern mit behinderten Kindern mit Ehrenamtlichen. Und das macht er jetzt eben über diese Plattform. Warum die Plattform? Er hat dieses vorher in jeder Stadt, in die er gegangen ist, ja, brauchte er eine neue Person, die das gegebenenfalls ja, meist sogar hauptamtlich macht, diese Organisation. Denn das ist viel Telefonieren, viel E-Mail schreiben, um diese Eltern mit den Ehrenamtlichen zusammenzubringen. Durch diese Plattform können die sich selber verbinden. Das heißt, es können sich Eltern anmelden und es können sich Ehrenamtliche anmelden. Und der Verein Nestwärme, der hält die Hand darüber. Das heißt, er kennt die Personen, die dahinter stecken. Er kennt er das Führungszeugnis, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere und es geht halt so in persönlichen Bereich, in die Familien rein, dann brauche ich ein Führungszeugnis und ähnliches. Das heißt also, diese Information hat Nestwärme.
Das heißt, der kennt das von den Nutzern, also nicht die Plattform hat das nicht, aber Nestwärme hat das, diese Information. Das heißt, Nestwärme kann dort die Hand drüber halten und kann sagen, okay, ihr könnt euch hier sicher untereinander verbinden und wir sorgen dafür, dass das alles vernünftig hier läuft. Und durch Helptiers haben wir denen es möglich gemacht, so eine Plattform aufzubauen für ihre Community, für ihr Anliegen. Und das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich möchten. Ja, es gibt diese öffentliche Plattform, die jeder bitte nutzt die, aber technisch ist es, oder nein, technisch, es ist einfach so, ein Aufbau von einer Plattform ist, ist eine schwierige Sache, weil das viel mit Marketing zu tun hat, viel mit Verbreitung. Und da ist ja die Frage, wie finanziert man das? Und über diese Art, dass wir halt das als Service anbieten, also Software as a Service, können wir das eben auch finanzieren, dass das Öffentliche kostenlos ist. Du hast jetzt schon mehrere Vorteile angesprochen, die diese digitale Lösung bietet. Du hast vorhin erzählt, das Beispiel von der Frau, für die es einfach eine geringere Hemmschwelle war, sich zu melden. Und gerade bei dem Beispiel ging es jetzt darum, dass man irgendwie Arbeit und Kosten einspart, indem man das über diese Plattform abwickelt. Kannst du noch weitere Vorteile nennen, die diese Digitalisierung für ehrenamtliche Zwecke mit sich bringt? Und das, was ich da jetzt gerade gezeigt habe, waren halt zwei der Teilnehmer oder der Akteure sozusagen da dran. Das sind einmal, wir nennen sie die Helden, also die eine Aufgabe übernehmen, oder Heldinnen, die eine Aufgabe übernehmen. Und das andere, die Projekte reinschreiben, sind halt Visionäre, Visionärinnen. Beiden bieten wir die Vorteile, die ihr gerade genannt habt, aber auch ja, noch mehr Vorteile, zum Beispiel, dass die E-Mails automatisiert sind. Was heißt das? Jedes Mal, wenn sich jemand eine Aufgabe übernimmt, bekomme ich als Organisator eine Nachricht darüber. Und sehe halt, ah, da hat sich etwas getan. Aber ich bekomme das nicht nur als Organisator, sondern als Teilnehmer kann ich das auch bekommen. Das heißt, wenn ich dort in dem Projekt drin bin, sehe ich, ah, jetzt hat die Person die Aufgabe übernommen, die hat die Aufgabe übernommen. Ich muss nicht immer wieder dort hinein, sondern ich bekomme das als Nachricht automatisch. Das heißt, was da passiert ist eben so, man merkt, oh, da tut sich etwas in diesem Projekt. Da ist Aktivität und dann guckt man vielleicht auch eben nochmal hin und guckt, okay, vielleicht kann ich ja auch noch etwas machen. Also das ist etwas, was wir von der digitalen. Dann haben wir eigentlich auch diese Verbreitung gerade schon gesagt, also über soziale Netzwerke. Es geht hier nicht um einen Job als Ehrenamtlichen. Es geht hier um das Vorhaben. Und ein Vorhaben wird ganz anders geteilt. Egal, ob ich jetzt daran teilnehmen kann oder nicht, wenn ich das gut finde, was dort gemacht wird, dann teile ich das doch, weil ich möchte, dass das verwirklicht wird. Und wenn ich erst recht dabei bin, dann möchte ich erst recht, dass das verwirklicht wird. Und so teile ich im Endeffekt diese Idee für dieses Vorhaben weiter und nicht nur als derjenige, der es initiiert, sondern als alle anderen, die daran teilnehmen. Und das ist ja so das Tolle, sage ich mal, am Internet. Es gibt nicht diesen einen Produzenten und die anderen sind einfach Empfänger, sondern wir sind alle irgendwie Teil daran. Und auch wenn ich jetzt viel rede, noch eine Sache, also ich könnte noch viele weitere nennen, aber vielleicht noch eine interessante Sache dabei. Wir holen eigentlich noch eine weitere Gruppe hinzu. Damit fangen wir gerade erst an, aber wir haben da echt einen großen Zuspruch bekommen. Und zwar Unternehmen. So eine Seite aufzubauen, jetzt für einen Verein oder für eine Organisation, das ist natürlich mit Kosten verbunden. Und vielleicht hat der Verein das nicht. Wir haben Unternehmen angesprochen und haben sie gefragt, so, was haltet ihr denn davon, dass ihr so eine Seite mit unterstützt und ihr seht halt, wie viele Projekte dort reingehen, was die dort machen, und ihr könnt sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ihr könnt das im Endeffekt dann auch zeigen als Unternehmen, so, hier, das ist das, wo wir uns engagieren.
Und im ersten Schritt könnt ihr euch da finanziell vielleicht engagieren. Im zweiten Schritt könnt ihr aber auch sagen, ah, und unsere Mitarbeiter können auch an diesen Projekten teilnehmen und können da auch mitklicken. Und auf einmal, was wir dort anbieten, ist halt eine Möglichkeit, Corporate Social Responsibility, CSR, für ein Unternehmen als Service zu bekommen, wo sie sagen, okay, wir machen das finanziell und vielleicht auch dann die Mitarbeiter und können so einfach uns wirklich auch einbringen in die Gesellschaft und wissen auch wo und wie. Und so bringen wir jetzt noch jemand weiteren dort hinein. Und so wird es ein ja, recht komplexes System, aber von dem auch alle etwas haben. Also, denn es wird niemand etwas benutzen, wenn er nicht einen Vorteil davon hat. Den Organisator bieten wir das für den Vorteil von der einfach organisieren, den Mitmachenden den Vorteil, dass er Informationen bekommt und den Unternehmen den Vorteil, dass sie halt wirklich ja, Corporate Social Responsibility wirklich umsetzen können. Ein ganz zentralen Punkt von Helptiers, von der Software, die du jetzt genannt hast, war, dass man eben, dass sich Personen für Aufgaben melden können und sich direkt eintragen können. Kannst du vielleicht noch auf andere Funktionen eingehen oder vielleicht nochmal grundsätzlich, wie diese Software von euch aufgebaut ist, was es da noch für Vorteile gibt, wenn man die benutzt? Also auf Helptiers.net jetzt selber steht halt genau das in dem Vordergrund. Also so ein Projekt und dann diese Aufgaben zu übernehmen. Was wir für Nestwärme gemacht haben und auch eben damit auch allen anderen anbieten, ist eben auch so ein interner Bereich. Das heißt, dort können Ehrenamtliche sagen, ich würde gerne die Familie unterstützen. Vielleicht besser ein Beispiel. Es war ein Projekt dort von einer Eselfarm. Die haben gesagt, so, ja, wir haben hier Esel und wir wissen, dass das so ähnlich wie bei den Delfinen ist, wenn die Kinder dorthin kommen und mit denen Kontakt haben, Berührung richtig, dann werden die ganz locker und dann geht es denen besser. Und deswegen haben die das angeboten und haben gesagt, so hier, das ist unser Angebot an die Eltern mit den behinderten Kindern, beziehungsweise hier jetzt direkt an die Kinder. Und die können zu uns kommen einmal im Monat und können so etwas halt mitmachen. Da sieht man, da ist jetzt auf einmal eine Angebotsseite von den Ehrenamtlichen. Ne? Und ansonsten können halt bei Nestwärme eben auch die Familien sagen, so okay, wir könnten zum Beispiel Nachhilfe von bei unserem gesunden Kind brauchen. Das würde uns entlasten, dann haben wir als Familie wieder mehr Zeit insgesamt, weil wir uns nicht um beides gleichzeitig kümmern müssen. Mhm. Ne? Weil das ist das größte Problem bei dem. Also sie brauchen eine Entlastung einfach, weil es viel mehr Arbeit ist, als jetzt mit einem gesunden Kind. Mhm, klar. War das das, was du so meintest? Oder? Ja, doch. Ja, ja also, super. Ja. Vielleicht ein anderes Beispiel, was noch schön ist, ist, ich kann auch anderen Personen folgen und bekomme dann Nachrichten darüber. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt zusammen irgendwie etwas machen, würden und ich sage so, hey, das hat zu viel Spaß gemacht, dann kann ich dir folgen und beim nächsten Mal, wenn du in ein anderes Projekt gehst und dort eine Aufgabe übernimmst, bekomme ich eine Nachricht darüber. Dann kann ich sagen, ach, das Projekt hätte ich jetzt so gar nicht gesehen, eigentlich ist es jetzt mir auch gar nicht so wichtig, aber du bist dabei, super, dann mache ich dort auch mit. Ja. Und ich glaube, das ist etwas eigentlich total Normales im Engagement, was es im Digitalen momentan nicht gibt. Ne? Also, dass es viel wichtiger ist eigentlich, mit wem mache ich etwas, als nur das, was ich mache. Ja klar, und das ist ja auch oft die Hemmschwelle, wenn man nicht genau weiß, mit wem man zusammenarbeiten wird und was einen erwartet, dann ist die Schwelle, sich zu melden, wahrscheinlich viel größer, als wenn da ein altbekanntes Gesicht ist, jemand, den man gerne mag. Ja. Und ja, also dieses Zwischenmenschliche, das wird dadurch so hervorgehoben und das ist eigentlich sehr schön. Ja, das ist das, was wir damit erreichen wollen. Im Endeffekt, was wir hier machen, ist nicht viel anders als, ich sag mal, jetzt zum Beispiel bei den Pfadfindern passiert. Ne? Du kommst dort als erstes mal hin, machst vielleicht eine Jugendfreizeit dort mit und hast nur Spaß. Und dann siehst du aber so, ja, so eine kleine Aufgabe kannst du übernehmen. Dann übernimmst du diese Aufgabe, kommst dann in so eine Community rein und beim nächsten Mal planst du das Ganze schon mit.
Und eine Aufgabe muss halt nicht nur einfach so ein Standdienst sein, sondern eine Aufgabe kann eben auch sein, dass du der Organisator bist. Ne? Das ist halt dann eine Aufgabe. Das ist vielleicht auch noch so ein interessanter Gedanke, also das, wo wir immer wieder hin sagen, eigentlich jemand, der ein Projekt dort reinstellt, ein Vorhaben aufstellt, er sucht nicht nach Freiwilligen, sondern er stellt sein Vorhaben vor, zeigt, wer schon mitmacht. Also auch die Sachen, die schon übernommen sind, sollte man als Aufgaben reinschreiben, damit man nicht bei 0% startet. Also man zeigt einfach schon, wer ist dabei, wer macht mit. Und dann gibt es offene Aufgaben. Und das ist eigentlich ein Einladen zu, wenn du willst, dann mach hier mit, übernehm diese Aufgabe. Wir wissen alle, die im Engagement so sind, wenn da niemand kommt, es findet sich niemand, irgendjemand macht das dann oder man macht das dann anders oder irgendwie läuft das dann doch. Ne, aber so ist es einfach dann die Möglichkeit zu sagen, okay, vielleicht finden wir ja jemand. Und wir lassen das hier einfach mal offen und lassen jemand anders die Möglichkeit hier den Kontakt zu uns zu suchen. Angenommen, jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern würde jetzt sagen, okay, das klingt gut, ich stelle jetzt mein Vorhaben bei Helptiers ein, ich nutze die Plattform. Was wären denn da so deine Tipps, was man beachten sollte, wenn man sein Angebot einstellt, damit man eine möglichst große Chance hat, dass sich da Leute melden, dass sie denken, das klingt gut? Einen hatte ich gerade schon gesagt, also nicht bei Null beginnen. Also wenn du etwas startest, dann hast du selber auch schon eine Aufgabe. Also selbst wenn du alleine bist, bist du der Organisator. Schreib also hin, Aufgabe Organisator und schreib dich da ein. Vielleicht, wahrscheinlich hast du noch einige andere, die irgendetwas schon machen, die Teil des Ganzen sind. Du kannst also ein Projekt auch eben als ein lebendes Projekt sehen. Man muss sich nicht Gedanken machen, so, okay, jetzt plane ich dieses gesamte Projekt durch und dann stelle ich das ein, sondern man beginnt mit den Aufgaben, die man selber macht, um die Transparenz zu schaffen. Und man gibt einfach dann die Aufgaben, wo man sagt, okay, da kann ich mich momentan nicht drum kümmern, die schreibt man dort rein. Und wenn etwas hinzukommt noch und man merkt so, mir fällt jetzt gerade noch was ein, dann kann ich das auch wieder hinzufügen. Und so wächst dieses Projekt langsam und man aktiviert dadurch auch mal wieder, weil man nämlich dann, das ist der nächste Punkt, man kann nämlich dann wieder auch sagen in den sozialen Medien so, hey, du hast dir das vielleicht hier schon mal angeguckt, aber ich habe das jetzt noch mal angepasst. Ich habe jetzt noch mal etwas. Vielleicht ist diesmal was für dich dabei und dann kann man das noch mal teilen. Da ist auch schon dieser Punkt über den sozialen Medien teilen. Also wenn man schon eine Community hat, es geht auch E-Mail-Liste, geht genauso. Überall, wo man Link hin kann. Das Schöne ist, dass es ein so ein Punkt geht, wo sich das dann auf einmal drauf zentriert und alle sehen den Status dort, was schon gemacht ist und was noch offen ist. Aber das Wichtigste ist eigentlich ja, etwas anderes und zwar ist das eine Geschichte erzählen. Die meisten denken jetzt so, okay, ja, hat man vielleicht schon mal gehört, Storytelling oder so, oh, kann ich nicht, wie mache ich das denn? Ist eigentlich ganz einfach. Also ich sage immer, es sind drei Fragen, die man beantworten muss. Wie ist es jetzt? Was werden wir machen? Wie wird es sein? Wenn ich diese drei Fragen beantworte, und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich will eine Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge machen, damit die ein Fahrrad bekommen, dann kann ich natürlich sagen, wir treffen uns, um Fahrräder zu reparieren für Flüchtlinge. So. Sind alles Fakten, ist aber keine Geschichte. Ich kann aber auch sagen, wie ist es jetzt? Stell dir vor, es ist jetzt Frühling und du willst dein Kind zur Schule bringen, aber du musst das zu Fuß machen, weil du auch dir kein Busticket leisten kannst. Dann machst du das. Stell dir das vor und stell dir vor, wir bauen Fahrräder zusammen. Und wir bauen diese Fahrräder zusammen für diese Flüchtlinge, die eben kein Fahrrad haben und wir schenken denen das. Und die können dann mit diesem Fahrrad erst das Kind zur Schule bringen und dann können sie damit einkaufen fahren. Was kann man viel mehr da erreichen? Ist das nicht schöner? Und schon habe ich einfach durch diese drei Fragen, wie ist es jetzt, was machen wir und wie wird es sein, habe ich eine Geschichte erzählt. Und das ist etwas, wo dann jeder sagt so, ja okay, das ist nicht einfach eine Fahrradwerkstatt, sondern
Ich schenke damit Mobilität, ich schenke damit Freiheit. Und damit ist es was vollkommen anderes. Ja, ja, absolut. Mhm. Schönes Beispiel. Interessanter Punkt. Mhm. Ja, mhm. Stimmt. Gibt es denn bei den Vereinen, mit denen ihr jetzt bisher zusammengearbeitet habt, gab es da irgendwie vorher so Berührungsängste, jetzt so eine Software zu benutzen und sich dem zu öffnen? Ja, schon. Also es ist natürlich immer so, wenn irgendetwas gestartet wird und vor allen Dingen, wenn es im Internet ist, es ist dort eine Hürde. Irgendwo muss ein Vertrauen da sein. Man gibt ja, vielleicht das als Information, was gebe ich denn an Daten dorthin? Alle Daten, die man bei Helptiers braucht für eine Anmeldung, ist eine E-Mail-Adresse, ein beliebiger Name, den ich nutzen kann und ein Passwort. Oder ich kann das Facebook-Login benutzen, was erstaunlicherweise die meisten benutzen. Also, was wir möchten, ist eigentlich so wenig wie möglich Daten und so einfach wie möglich das machen. Trotzdem ist da diese Angst. Ich melde mich da irgendwo an. Was passiert dann mit meiner E-Mail? Was passiert dann? Und da müssen wir Vertrauen aufbauen. Und das ist etwas, was das dauert. Das ist lange, das kommt dadurch, dass so wie hier jetzt, wir in einem Gespräch sind und dadurch auch andere sagen, so, das ist gut. Ich kann da noch so viel erzählen. Wenn niemand anders sagt, schau dir das mal an, benutz das mal, dann passiert da nichts. Und damit, das heißt natürlich, dass ich das auch, ja, weit hinaustragen muss, sozusagen. Mhm. Und ja, diese Angst ist einfach da, so, da ist etwas Neues, was passiert damit? Dann aber auch die Angst, ja, das eben falsch zu machen. Was ist, wenn das jetzt kein Erfolg ist? Wenn ich da jetzt das Projekt reingestellt habe und dann hilft mir keiner, was ist dann? Also, da kann ich dann auch sagen, man kann dieses Projekt auch wieder löschen, dann ist es einfach wieder weg. Aber man muss auch gar nicht so diese Angst haben. Um diese Angst zu nehmen, sind wir jetzt auch gerade in der Vorbereitung, da so ein bisschen das, was ich jetzt gerade gesagt habe, so auch in so einen Videokurs oder so zu packen, damit man weiß, okay, wie einfach ist es, eine Geschichte zu erzählen und wie mache ich das am besten, dass ich mit diesem Projekt erfolgreich bin. Ganz viele Aufgaben und erstmal nur wenige und dann immer langsam wachsen, dann bin ich zum Beispiel, wir haben so eine Prozentanzeige dort auch, wenn ich das langsam wachsen lasse, bin ich halt immer in den oberen Prozent und dann hat jeder, der auf die Seite kommt, so das Gefühl, so, oh, hier passiert schon viel, hier sind schon viele dabei, ne? Dann passiert vielleicht sogar so eine Sache wie so ein Knappheitsgefühl, so, das sind jetzt nur noch drei Aufgaben. Welche nehme ich denn jetzt davon? Eigentlich möchte ich jetzt hier daran teilnehmen. Und dann entscheidet man sich vielleicht eher, als wenn man sieht, so, ah, da sind jetzt noch 50 Aufgaben frei, ja, ich komme nächste Woche nochmal vorbei. Wo siehst du denn ganz grundsätzlich so die Chancen von Digitalisierung für Vereine, für ehrenamtliches Engagement? Das, was bei der Skalierung natürlich immer mitkommt, das ist Automatisierung und Skalierung. Das Beispiel Nestwärme, die könnten nicht sagen, wir bieten das deutschlandweit an, weil sie gar nicht so viele Ressourcen hätten, um so mit so vielen Eltern zu kommunizieren. Mhm. Das geht aber eben durch die Digitalisierung und dadurch, dass auch dann eben E-Mails automatisiert wird. Also jeder, der sich anmeldet, bekommt automatisch eine E-Mail, wo er dann nochmal Informationen bekommt von Nestwärme, wie es denn weitergeht, wie er sich einbringen kann. Das musste jedes Mal, wenn vorher eine E-Mail kam, mussten die dann diese E-Mail auch noch rausschicken. Hm. Mhm. Also durch diese Automatisierung habe ich eine Entlastung und dadurch kann ich eine Skalierung machen. Ich kann viel mehr Menschen erreichen. Und deswegen nennen wir es auch Crowd-Moving, also viele bewegen. Und das können wir nicht alleine, sondern das können wir alle gemeinsam zusammen. Und da sind wir so ein bisschen bei der Vision von Helptiers. Also unsere Vision ist halt, durch Digitalisierung oder mit der Digitalisierung gemeinsam die Welt zu bewegen. Und das geht halt einfach, wenn wir
wenn jeder da ein bisschen in seinem Bereich macht. Wir brauchen keine großen Helden, sondern wir brauchen viele kleine Helden, die viele kleine Dinge machen. Und dann bewegt sich aber was, weil dann auf einmal das, was ihr hiermit auch machen wollt, erzählt davon. Weil Leute dann einfach erzählen, ja, also ich habe dieses oder jenes gemacht und das ist toll. Und übrigens kannst du dir doch auch da angucken und dadurch geschieht viel mehr. Schön. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das klingt schon nach einem schönen Schlusswort eigentlich, oder? Ja. Ein schönes Plädoyer für gemeinsames Bewegen. Ja, also das ist das, was mich antreibt und was oft auch schwer ist, weil es alles nicht so schnell geschieht, wie man sich das wünscht. Wenn man sich so eine Plattform aufbaut, dann denkt man, oh, und dann kommen auf einmal Tausende von Menschen und dann passiert das alles. Das ist halt nicht so. Das dauert alles lange. Aber wenn ich dieser Gedanke, der treibt mich an, diese Vision, dass nicht ich alleine etwas bewege und das vielleicht, da kommen wir nochmal einmal zu diesem Schluss zurück, also dieses Engagement. Ich habe mich halt irgendwann gefragt, so ja, gehe ich jetzt irgendwo hin und engagiere mich? Und ist es das, was ich dann mache und damit etwas bewege? Oder nutze ich genau mein technisches Wissen, mein Know-how und bin eine Art Multiplikator, mit dem ich noch mehr Menschen die Möglichkeit gebe, etwas zu machen? Und das war dann meine Entscheidung, nicht in Anführungsstrichen nur Engagement, sondern dieses Engagement noch so zu unterstützen, dass daraus, ja, noch mehr wird, dass noch mehr Menschen gemeinsam die Welt bewegen. Super. Ja, dann vielen Dank für die vielen Einblicke in Helptiers und in deine Arbeit. Ich habe zu danken. Das war jetzt sehr erhellend und ja, dann genau, wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt und hoffen, dass vielleicht auch bei unseren Zuhörern die ein oder anderen dabei sind, die sich das gerne mal angucken möchten und mal ausprobieren wollen, ganz ohne Verbindlichkeitsdruck. Und das ist ja sowieso kostenlos. Also ja. Guckt es euch doch mal an. Wir packen die Links auf jeden Fall alle wie üblicherweise in die Shownotes. Und kann ich noch einmal kurz dazwischen? Ich habe noch eine Sache, die ich gerne auch vielleicht mit eurer Community teilen möchte. Natürlich. Weil ihr macht hier einen Podcast und das ist auch mein Medium. Und ich möchte eben, dass viele etwas bewegen. Und ich mache das eben, indem ich auch zeige, wie gründet man so eine eigene soziale Unternehmung, indem ich mit anderen, so wie ihr, mit anderen spreche über ihre soziale Unternehmung. Und das ist das, was ich mit Helptiers aufbaue. Und da mache ich einen Podcast heldenundvisionäre.de. Und das würde mich freuen, wenn da vielleicht Zuhörer von euch auch mal reinhören. Ja, das ist doch super. Dann werden wir den Link dazu auch direkt mit in die Shownotes packen und machen auf den Podcast auch noch aufmerksam. Genau, das ist doch eine gute Sache. Ja, super, danke. Dann vielen Dank nochmal für das Gespräch und ja, macht's gut. Tschüss. Ja, ciao. Danke, ciao.